glaubt ihr mir nie. Lady Synchrony hat einen Live-Auftritt heute. Und wo soll das Konzert sein? Das könnte irgendwo auf der Welt sein. Es wäre sogar möglich, dass sie im Garten hinterm Haus auftritt. In ihrem letzten Block trug sie einen Hut, der aussah wie der Eiffelturm. Das war ein Hinweis. Oh, wir müssen ganz schnell nach Paris. Chrissy, Lila, hast du ihr Interview neulich gesehen? Da standen viele Palmen im Hintergrund. Das war eindeutig. Hawaii? Worauf warten wir noch? Ich glaube, ihr irrt euch. Tut mir leid, aber du weißt einfach nicht so viel über Lady Synchrony wie wir. Ich glaube, sie hat so etwas gesungen wie Sushi, Sushi, Sushi. Echte Superfans fliegen nach Japan. Hey, warte doch. Holly, was? Ich kann dich nicht hören. Ich melde mich später vom Konzert. Lady Synchrony! Holly, angeblich weiß sie, wo das Konzert wirklich stattfindet. Hältst du das für möglich? Holly, wir werden dir ein Video vom Konzert schicken. Und zwar aus Tokio. Aloha, Polly. Keine Zeit zum Chatten. Ach ja, Aloha heißt auch bis bald. Also, Aloha. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ich bin total enttäuscht. Kein Konzert. Hier läuft nichts. Hier gibt's nur etwas glühende Holzkohle und... Hey, auf mich wolltet ihr nicht hören. Dann hört wenigstens das hier. Lady Synchrony. Lady Synchrony ist fantastisch. Sushi, Sushi, Sushi. Man könnte Spiegeleier auf dem Bürgersteig braten. Mich kriegt jedenfalls keiner hier vom Pool weg. Wie schön, dass Rick heute was anderes vorhat. Wieso? Was macht er denn? Er läuft einen Skateboard-Marathon und sammelt damit Spenden für das Schildkrötenrettungszentrum. Cool. Die Aktion ist vielleicht cool, aber es ist brütend heiß. Hoffentlich geht's ihm gut. Rick? Hey, Polly. Alles gut bei dir? Ist es nicht ein bisschen heiß da draußen? Nein, alles cool hier. Ich meine heiß. Oh nein, ich spüre die Wärme. Hat er einen Hitzschlag? Nein, ihm geht's gut. Er redet doch immer so. Und muss das wirklich heute sein? Ich darf nicht aufgeben. Die Schildkröten brauchen mich. Hi, Rick. Wir sind hier im Pool. Und schlürfen Limonade. Was soll das? Sollte die gerade Limonade? Ich habe Limonade gehört. Rick braucht unsere Hilfe. Unser heutiges Abenteuer. Abkühlung für Rick. Wer macht mit? Ich. Und ich? Bleibe schön im Pool. Ich bleib auch im Pool. Das wird absolut klappen. Was zu trinken, schnell. Wenn man Rick nicht zur Limonade bringt, muss man eben die Limonade zu Rick bringen. 2, 4, 6, 8. Ja, Kirsty, es klappt. Wir werden ganz vorne sitzen. Ich habe noch nie ganz vorne gesessen. Toll, super, aufregend. Oh, das ewige Warten hat sich voll gelohnt. Das wird der absolut beste Tag. Hey, nichts für ungut. Hey, hallo, hier hat sich einer vorgedrängelt. Hier, hallo, können Sie uns bitte helfen? 2, 4, 6. Nein, der Typ sitzt vor uns. Auf beiden Plätzen. Ach, macht nichts. Ist doch nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig. Ganz vorne zu sitzen ist das Größte. Entschuldigung. Wow, weißt du, meine Freundin und ich, wir hatten uns so darauf gefreut, ganz vorne zu sitzen. Oh nein! Wirklich großartig. Eigentlich meinst du das Gegenteil, oder? Ich habe eine blendende Idee. Darf ich? Was denn? Ich möchte diesem Flegel eine Lektion erteilen. So, das müsste rein. Oh, nächstes Jahr bist du bestimmt groß genug für die Achterbahn. Und das hier ist Pollyville, der beste Ort für den besten Tag aller Zeiten. Auf den ersten Blick wirkt alles vielleicht etwas langweilig, aber seht mal genauer hin. Hier gibt es viel zu entdecken. In keiner anderen Stadt geht ein schneller Besuch beim Friseur. So schnell.
Polly Will ist großartig, aber es wird jeden Tag großartiger. Zwei neue Mädchen sind hergekommen. Eine kommt aus der Großstadt und die andere kommt vom Land. Und beide werde ich genau jetzt treffen. Hi, ich bin Polly. Hi, ich bin Laila. Und ich bin Lea. Warum das Spruchband? Ja, wer organisiert denn eine Willkommen-zu-Hause-Party für zwei neue Mädchen? Ich! Polly Will ist euer neues Zuhause. Und wie könnte man euch besser begrüßen als mit einer Party? Hey, nicht so schnell. Zu Hause? Ich bin gerade erst angekommen. Entschuldigung, aber wer weiß, ob ich hier bleibe? Naja, Polly Will sieht ganz nett aus, aber... mir fehlen schon jetzt die Felder und Farmen wie da, wo ich herkomme. Und mir die Skyline, die Wolkenkratzer, die 5-Sterne-Restaurants der Großstadt. Oh nein, bitte, gebt Polly Will eine Chance. Nirgends sonst könnt ihr den besten Tag aller Zeiten erleben. Ich werde es euch beweisen. Mit der besten Willkommensparty aller Zeiten. Für euch beide. Ihr werdet sehen. Ach, ist das toll. Ja, wow. Aber bei dieser Party scheint etwas Wichtiges zu fehlen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier macht, aber zu einer Party in der Großstadt gehören, naja, Gäste. Oh, die sind längst eingeladen. Aber ich wollte, dass ihr die Ersten seid, damit ihr das Essen und die Musik aussuchen könnt. Ihr sollt euch hier möglichst schnell einleben. Und damit ihr euch wirklich in Pollyville willkommen fühlt, feiern wir die beste Party aller Zeiten. Ich weiß nicht. Nun kommt schon. Okay. Einen Diner, da gibt's einfach alles. Wir bestellen, was ihr haben wollt, und dann geht's weiter. Nein, das mag ich nicht. War wohl nichts. Na gut, wie wär's mit Truthahn? Mir fällt nichts mehr ein. Orientalischer Dip? Hey, Rick, ich hab's. Pizza. Jeder mag doch Pizza. Super! Gut. Und was wollt ihr als Belag? Salami, bitte! Kein Fleisch, bitte. Aubergine? Zu vegetarisch. Sardellen, bitte. Zu fischig. Das hatte ich mir etwas einfacher vorgestellt. Okay, vergessen wir vorerst das Essen. Wollen wir die Musik aussuchen? Da werden wir uns bestimmt schnell einig. Ist doch klar, für eine richtige Party ist natürlich laute Rockmusik. Das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man die Klänge der Natur hören möchte. Oh, zu leise. Stimmt nicht. Okay, vergessen wir vorerst das Essen und die Musik. Wir suchen jetzt etwas aus, das allen Spaß machen wird. Wie wär's mit einer Verwöhnparty? Oh ja! Na also! Ich liebe es, verwöhnt zu werden. Oh, nehmen wir uns Haarbürsten? Toll! Ich bürste dein Haar mit meiner und du dann meins mit deiner. Vergessen wir's. Meine Freundin Chrissy ist die begabteste Künstlerin in ganz Pollyville. Wenn man eine kreative Lösung für ein Problem braucht, muss man sich an sie wenden. Vorausgesetzt, sie bemerkt einen überhaupt. Denn wenn Chrissy in ihre Kunst vertieft ist, vergisst sie alles um sich herum. Dann muss man aktiv werden. Oh, hey, Polly. Ich hab dich gar nicht reinkommen sehen. Ich arbeite gerade mit einem fantastischen neuen Material. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich habe schon alles gesehen. Was soll das denn werden? Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht wird es mein Meisterwerk. Oder doch nur mein Mittagessen. Kartoffelbrei. Oh, wie aufregend modern. Und biologisch abbaubar. Danke. Chrissy, wir brauchen deine Hilfe.
Ja? Okay. Hat dein kreativer Kopf eine Idee für eine krasse Party? Für Layla und Lea, die nie der gleichen Meinung sind? Ja, doch. Und was wäre das? Eine Kunstparty natürlich. Das ist eine tolle Idee. Dann lasst uns anfangen. Ich besorge Papier und ein paar Filzstifte. Oh, und ich besorge Farbe und Kittel. Oh, und ich frage meine Eltern, ob sie uns ein paar Kunstwerke aus ihrer Sammlung leihen. Und ein paar ihrer Künstlerfreunde lade ich zum Empfang ein. Und dann brauchen wir noch Limousinen für die Kritiker. Was? Meintest du nicht Kunstparty? Es tut mir leid, Polly. Aber wie es scheint, können wir beide uns auf absolut nichts einigen. Das ist das Erste aus deinem Mund, dem ich zustimme. Es ist nicht deine Schuld, Polly. Vielleicht ist Pollyville der falsche Ort für uns. Wartet, so schnell gebe ich nicht auf. Was sagt die Uhr? Huch! Nicht nur viel Zeit bis zur Party. Los, kommt! Meine Freundin Shani hat bestimmt eine Idee. Sie ist ein absolutes Genie. Schließlich hat sie einen Raketenantrieb für diesen Scooter konstruiert. Lea und Layla, das ist Shani. Shani weiß eine technische Lösung für jedes Problem. Sie hat den IQ einer Hochbegabten. Stürzt dich, dass ich mit dir angebe? Nein, wieso? Ich kann's ja auch beweisen. Auf diesem Schaubild seht ihr die harten Fakten. Schon in Ordnung. Eigentlich brauchen wir deine Hilfe für ein Riesenproblem. Riesenproblem? Kein Problem. Hier drin findet sich mit Sicherheit die Lösung für jede eurer Schwierigkeiten. Was habt ihr für ein Problem? Ein astrologisches, biologisches oder mythologisches? Überlasst die Lösung mir. Ich habe bestimmt das richtige Gadget dafür. Großartig. Ich will eine Party geben, die zwei Personen, die sich auf nichts einigen können, am Ende ganz wunderbar finden. Dafür habe ich wohl keine technische Lösung. Tut mir leid, Polly. Proton, Photon, Elektron. Damit kann ich helfen. Aber Partys? Ich glaube, eine Lösung für das Problem wird man nie erfinden. Schon in Ordnung, Shani. Ich weiß, irgendwo in Pollyville muss es etwas geben, mit dem euer Willkommen absolut perfekt wird. Und wir werden es finden. Wir müssen uns beeilen. Willkommen aller Zeiten ist heute gar nicht mehr möglich, denn der Tag ist zu Ende. Tut mir echt leid. Was tut dir leid? Ja, es war doch der beste Tag aller Zeiten. Ja, das finde ich auch. Wirklich? Das findet ihr? Ja. Ja. Wir haben alle kennengelernt. Und alles gesehen. Alles an einem Tag. Ich kann mir kein besseres Willkommen in Pollyville vorstellen. Ich mir auch nicht. Morgen müssen wir unbedingt wieder den Salon besuchen. Unbedingt. Und dann den Wochenmarkt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also ihr bleibt? Alle beide? Na klar, warum sollten wir Pollyville verlassen? Mhm. Pollyville ist unglaublich. Wir fühlen uns schon wie zu Hause. Und das wegen dir, Polly. Oh, gut. Und nach dem Wochenmarkt besuchen wir am besten gut. Vielleicht war alles nur ein Zufall, aber ich hab's hingekriegt. Das beste Willkommen aller Zeiten für alle beide. Danke nochmal, Polly. Für alles. Oh, na dann, gute Nacht. Oh. Ja, morgen ist ein großer Tag und wir sind geschafft. Ich auch. Und jetzt ab nach Hause für den tiefsten Schlummer aller Zeiten. Wir haben es verdient. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Ihren tollen Tag. Ach ja, die Party. Die hatte ich ganz vergessen. Ich auch. Und nach diesem tollen Willkommen für uns heute sind wir fix und fertig.
Aber was ist mit der Willkommensparty? Da es schon so spät ist und wir unsere Augen kaum offen halten können, sehe ich nur eine einzige Möglichkeit. Wir machen daraus die beste Pyjama-Party aller Zeiten. Entschuldigung. Oh, was soll denn das? Hi, ich bin Polly. Meine Freundin und ich wollten heute im Pollyville-Vergnügungspark einen entspannten Tag verbringen. Hey, pass doch auf! Aber natürlich kam es nicht dazu und das lag an einem kleinen... Er ist da unten, am Strand. Ich habe ihn gerade am anderen Ende der Promenade gesehen. Wartet, da ist er! Da ist das Hündchen. Ich weiß, bestimmt seid ihr jetzt etwas verwirrt, genau wie ich. Und so hat alles angefangen. Lasst uns mit dem Riesenrad fahren. Aber erst nach der Achterbahn. Aber vergiss nicht, du hast versprochen, dass wir Zeit hätten, unten am Strand seltene Muscheln zu suchen. Ach, wie süß. Ein Welpe. Ja, aber was sucht er hier im Vergnügungspark? Und so ganz allein. Ist nur eine Theorie, aber am logischsten scheint mir, dass er entlaufen ist. Ich würde sagen, das ist mehr als nur eine Theorie, Shawnee. Sieh nur, er ist entlaufen. Ach du Schreck, wir müssen ihm helfen, wieder nach Hause zu kommen. Mal sehen, ob er zutraulich ist. Sieht so aus. Der Kleine will spielen. Ja, anscheinend will er mit uns Verstecken spielen. Schau mal, wie du aussiehst. Schau dich mal an. Ihr beiden solltet lieber nach dem Hündchen Ausschau halten. Da ist es. Nein, Lea. Es ist da. Nein, Chrissy. Es ist da drüben. Man könnte fast denken, es gäbe mehr als ein Hündchen hier drin. Das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung durch die vielen Spiegel. Aber wie werden wir es hier drin dann bloß finden? Nicht mehr nötig. Weil der Kleine längst nicht mehr hier drin ist. Kommt mit! Da ist es! So, jetzt haben wir dich. Moment, wo ist es denn jetzt hin? Da! Nach meiner Kenntnis ist kein Säugetier zu so etwas in der Lage. Seht doch! Aber, wie ist es so schnell ganz darüber gekommen? Wie auch immer. Schnapp ihn dir! Oh nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich kann's dir sagen, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Kriegen wir es nur von da oben wieder runter? Ich weiß wie. Los, kommt! Von der höchsten Stelle des Riesenrads aus können wir das Hündchen gut erreichen. Ich glaube es nicht. Jetzt ist es auf der Promenade da drüben. Wie ist es so schnell dorthin gekommen? Moment, seht nur! Jetzt ist es schon wieder dort oben. Kommt mit. Wartet. Wir laufen hier wie aufgescheuchte Hühner herum und erreichen rein gar nichts. Um den Hund einzufangen, brauchen wir eine Strategie. Lea, du bist unsere Expertin für Haustiere. Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine. Ich weiß, wie wir das Hündchen schnappen. Statt hinter ihm herzurennen, locken wir es einfach her. Mit diesem Leckerli.
Hey, Büschchen. Komm schön Magst runter. Du Popcorn? Es ist lecker. Magst du alles Hallo, sehr runter. Nanu, das Popcorn ist weg. Eine tolle Strategie. Los, weiter. Er läuft da unten am Strand. Ich habe ihn gerade auf der anderen Seite der Promenade gesehen. Warte, da ist es. Da ist das Hündchen. So, und jetzt wisst ihr alles, was ich auch weiß. Und das ist nicht viel. Die ganze Sache ist ziemlich unheimlich. Es ist fast so, als könnte dieser Hund an zwei Orten gleichzeitig sein. Aber das ist doch unmöglich, oder? Verschüttet ist, weil das Hündchen hindurchgetappt ist. Jetzt brauchen wir nur seiner Spur zu folgen. Seine Pfotenabdrücke führen direkt zum Strand. Das ist fast zu einfach. Unterquert. Ja, und dann ist er dort wieder rausgekommen. Kommt, behaltet die Spur fest im Auge. Wenn wir immer den Abdrücken folgen, hat er keine Chance, uns wieder abzuschütteln. Vielleicht schon. Ach du meine Güte. Was läuft hier nur ab? Ich habe keinen Schimmer. Nur eins weiß ich sicher. Wir werden das Hündchen finden. Wir müssen uns nur aufteilen und allen Spuren folgen. Chrissy? Polly, ich sehe das Hündchen. Es ist wieder auf der Promenade in der Nähe der Spiele. Ich bin gleich da. Lea, ich bin unterwegs zu Chrissy. Sie hat das Hündchen gleich. Chrissy? Aber das Hündchen ist hier. Es läuft am Strand vor mir her. Ach ja? Ist das so? Okay, warte, ich bin sofort bei dir. Lila, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. So beschäftigt, um das Hündchen zu fangen? Es sitzt hier, an der Achterbahn. Aber wie kann es... Lass nur, ich komme zu dir. Polly, komm zum Riesenrad, und zwar schnell. Das Hündchen ist hier. Aber Shawnee, Lila hat es an der Achterbahn gesehen. Hä? Keine Ahnung, warum Lila so etwas sagt, aber ich habe es hier direkt vor meiner Nase. Siehst du? Ohne jeden Zweifel. Gut gemacht, Shawnee. Lea, Lila, Chrissy, kommt schnell her zu uns. Ja, würde ich ja, aber das Hündchen sitzt hier direkt vor mir. Du meine Güte, das kann irgendwie nicht sein, denn ich sehe es hier direkt vor mir. Ich glaube, ihr braucht alle eine Brille. Aber erst nachdem ihr mir hier geholfen habt, das Hündchen zu fangen. Es ist direkt vor mir. Aber wie kann das sein? Wir beide sehen es doch hier. Die Logik besagt, dass sich die anderen irren müssen. Gut möglich, dass sie durch das lange Herumlaufen in der Sonne einen leichten Sonnenstich bekommen haben. Und das kann zu Halluzinationen führen. Polly? Es ist absolut unmöglich, dass Chrissy, Lea und Lila alle gleichzeitig das Hündchen sehen. Weil Shawnee und ich es doch auch vor der Nase hatten. Aber ich vertraue all meinen Freunden viel zu sehr, um Zweifel an ihnen zu haben, selbst wenn sie Sachen sagen, die unmöglich sind. Also vergesse ich einfach mal, was unmöglich ist und was nicht, und betrachte die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Und von hier oben habe ich wirklich den Überblick. Ich sehe den ganzen Vergnügungspark, den Strand und... Oh? 1, 2, 3, 4 Hündchen. Ha! Kein Wunder, dass ein Hündchen an zwei Orten gleichzeitig aufgetaucht ist. Naja, jetzt wird uns kein einziges von ihnen mehr entwischen. Okay, Lila, ich sehe dich und das Hündchen vor dir aus der Luft. Wenn du nach links gehst, schneidest du ihm den Weg ab und erwischt es vor dem Pier.
Polly, mit deinen Anweisungen hatte das Hündchen keine Chance. Das hat toll geklappt. Und wie das geklappt hat. So gut, dass wir alle ein Hündchen gefangen haben. Aber wieso? Wie kommt es, dass es plötzlich so viele Hündchen sind? Weil es von Anfang an so viele waren. Da, bitte. Die Hündchen! Wartet einen Moment. Meine Mami hat eine Belohnung für euch. Oh, die Welpen sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Huch, ihr habt die Hündchen gefunden. Ich glaub's einfach nicht. Wer seid ihr denn? Die Hündchen, sie sind wieder da. Das muss ich Mami sagen. Kann mir jemand erklären, was hier läuft? Ach du meine Güte. Ihr habt die Hündchen meiner Mädchen gefunden. Aha. Vier gleich aussehende Hündchen für vier gleich aussehende Vierlinge. Habt vielen, vielen Dank. Ich hole euch eure Belohnung. Oh, nicht nötig. Die Hündchen sind wieder zu Hause. Das ist für uns die schönste Belohnung. Und außerdem haben wir ja noch einen ganzen Tag im Vergnügungspark vor uns. Naja, einfach war es nicht. Aber Ende gut alles. Polly? Oh, das Ganze nochmal von vorne. Kürbisse sind schön reif. Jetzt kann Auflauf gebacken werden. Hier sind 21 Formen. Oh, es sind ja nur 20. Dann muss ich noch mal los und eine Form kaufen. Und wer passt so lange auf die Kürbisse auf? Das heutige Abenteuer, das Beet bewachen. Gut, aber du musst super, super gut aufpassen. Keine Angst, dein Beet ist bei mir sicher. Du wirst hier keinen Kürbis mehr stehlen. Es ist nur noch ein einziger Kürbis da. Kirsty kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ich habe die Lösung. Wir pflanzen welche. Dünger lässt sie ganz schnell wachsen. Den hier kriegst du nicht. Haha, wer zuletzt lacht. Du hast gewonnen. Polly! Kirsty, ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Ist mir absolut schleierhaft. Ich liebe diese Ausflüge in die Natur. Oh, wow, seht ihr die Felsen da drüben? Hallo? Alle noch ich da? Ich glaub, Brüller, Chrissy. Oh, keiner interessiert sich für diese tolle Landschaft. Das heutige Abenteuer ist deshalb ein richtiges Abenteuererleben. Hey, Rick. Was treibst du denn hier draußen? Hast du dich verirrt? Das hier ist ein Park. Wie soll man sich da verirren? Oh nein, ich hab mich verfahren. Das ist doch unmöglich. Wir sind doch direkt bei... Verfahren? Oh. Was machen wir jetzt? Am besten immer geradeaus. Vielleicht finden wir ja den Picknickplatz. Ich solche Momente liebe. Wisst ihr, hier haben sich neulich Leute verirrt. Die kamen nie zum Abendessen nach Hause. Nie. Ich glaube, davon habe ich gehört. Wie geht's, Brenda? Wenn ich mich schon verirre, möchte ich wenigstens gut aussehen, oder etwa nicht? Lila, wie viel Lipgloss haben wir dabei? Nur einen Stift. Er könnte unser letzter sein. Was? Was meinst du, wie lange wir mit einem Stift auskommen? Das ist eine echte Lipgloss-Tragödie. Hey, Rick. Hast du die Orientierung verloren? Ich? Vielleicht nein, aber die anderen. Ich interessiere mich nur fürs Abenteuer. Der Akku von meinem Handy ist fast leer. Mal, wie kann man irgendwie Energie sparen? Nein, geht nicht. Also, was meinst du? Wann werden die merken, dass ich hier im Park immer nur im Kreis gefahren bin? Wollen wir es verraten? Nee.